ein verwehrter Abschlusssoldat. Was? Hast du gesehen? Bam, bam, weg. Neue Daten stehen bereit. Aufklärungsmission bereit. Finde die Waffe. Und diese Waffe ist OP. Diese Waffe ist einfach OP. Egal, wer mir was anderes sagt, diese Waffe ist geisteskrank OP. Was will man da machen? Bing, 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 klatsch nur noch ein, Digga. Wow, 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 Wizinho is the best. Jin de Break, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Was soll ich sagen? Diese Waffe, die ich jetzt spiele, viele von euch kennen bestimmt von MW3 damals die MK14. Alle sagten früher, boah, die ist richtig krank, was ist das für eine Waffe und so. Aber ey, Leute, diese SVT, die Call of Duty in Vanguard reingemacht hat, das ist kein Spaß mehr. Die Waffe ist so gut, das ist unfassbar. Ich schwör's euch, gegen diese Waffe zu spielen bringt gar keinen Spaß. Aber wenn du die Waffe selber spielst, glaube mir, das Haus, alle Leute One-Shot, ab obere Brust, ne? Ab obere Brust, alle Leute One-Shot. Bringt einfach Spaß. Ich hoffe, das Video wird dir gefallen. Ein paar Highlights zu der Waffe, am Ende ein klasse Setup wie immer. Und ja, ich küsse dein Herz, dass du wieder am Start bist. Nice, ich hab Protest Times 2 gehittet, Mark. Ah. Digga, ich hab die richtig genommen, Digga. Ich hab die so genommen, das ist nicht normal. It's me, Wizinho. Wizinho. Was ist das wow. Denn? Wow. Wow, 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 Wizinho is the best. Nice. Oh, wow, wow. Aua, aua. Neue Daten stehen bereit. Aufklärungsmission bereit. Findet die Bastarde. Doppelabschuss. Aber da war ich auch mit der Waffe, so weißt du, was ich meine. Aua, 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 es tut mir echt leid, aber der war echt böse, Digga. Ich schwöre, hat der kassiert, Leute? Der gerade, der den Turn-On? Da war vorbei, Digga. Nein! Digga, was hab ich mit dem gemacht gerade? No-Scope mittendrin, Turn-On, alles. Digga, wie schnell war das gesplittet, Digga? Verpiss dich, Digga, die zocken alle Pumpe an. Ja. Das ist blöd, Effe, sag ich dir so, wie es ist. Bam, Junge. Die Führung ist unser. Du Pisser. Hab schon Bock, ein bisschen Rack zu gern. Boah! Digga, die haben so Disrespect bekommen. Tschüss, Digga. Bring, bring. Nein, 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 lass mich rein. Wo ist denn? Let's go, let's go, let's go. Ja, zu spät. Ich bin ja gerade im Head. Hey, hast du noch Vorteil, aber ich hab dich gesplittet. Das ist so schlecht. Du hast gefickt, Andrew. Ich hab dich so gefickt, Digga.
Bruder, hätte Freiheit, Digga. Das ist nicht gut. I'm rage, Digga. Ich bin jetzt ein 500, Digga, ohne Gitarre. So, meine Freunde, kommen wir auch jetzt schon zum Klassensetup. Wie spiele ich die SVT 40? Ich spiele sie mit dem G28er Kompensator bei Mündung. Ey, wo macht er die weg? G28 Kompensator. Lauf zocke ich den vorletzten Lauf. Visier zocke ich das 3,5 Gewehrzielfernrohr. Man kann aber auch normales Rotpunktvisier zocken, dieses NIDA Modell 47er Visier. Schaft zocke ich den entfernten Schaft. Ich würde aber eventuell den letzten Schaft empfehlen, wie ihr wollt, ne? Kommt doch mal an, den oder den letzten. Weil ohne Schaft sieht einfach kacke aus, muss man auch sagen, ne? Fettigkeit zocke ich vital, weil dadurch hast du vergrößerte kritische Trefferzone. Ist klar, bei One-Shot-Waffen immer vital zocken. Kit zocke ich Überschuss, weil ich einfach Abschuss-EP haben will, weil ich schneller leveln will. Griff zocke ich den Stopfgriff. Einfach immer auf ZV-Geschwindigkeit gehen, weil das ist ja so gesehen ein Sniper, das ist sogar besser als ein Sniper, weil die Waffe einfach krank ist. Munitionstyp zocke ich Zerfall. Falls man dann doch einen Hitmarker gibt, will ich, dass die Heilung des Gegners langsamer ist und dadurch werden die Gegner langsamer. Magazin habe ich gelassen. Du hast 10 Schuss pro Magazin, ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Eventuell könnte man das hier noch zocken, das dritte Magazin. Aber da wird die Durchschlagskraft weniger und reduzierter Körperschaden. Also die Waffe wird nicht mehr hundertprozentig One-Shot geben. Gibt sie so nicht, ich meinte noch weniger die Chance, dass sie One-Shot gibt, sagen wir mal so. Und Unterlauf, schwerer Vordergriff, da hast du einfach die meisten Plus-Sachen und deswegen habe ich den genommen. Da hast du einfach keinen Abzug, ist einfach nur Plus. Ja, darauf Reptil. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, lass ein Like da, lass ein Abo da, ich küsse dein Herz. 700 Abonnenten sind geknackt, danke, 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 danke.